Hallo, willkommen zurück zum Lernzyklus Ungleichungen. In diesem Video werden wir näher auf die Sprech- und Schreibweise bei Ungleichungen eingehen. In den letzten Videos haben wir oft von der sogenannten Definitionsmenge und der Lösungsmenge gesprochen. Den Unterschied der beiden Mengen schauen wir uns jetzt an einem Beispiel genauer an. Gegeben ist die Ungleichung x kleiner 3. Klären wir den Begriff der Grundmenge. Die Grundmenge sind die Werte, die man für die Variable, also in unserem Fall für x, einsetzen kann, damit eine wahre Aussage entsteht. Also könnte das jetzt für x die Zahl 0, eine natürliche Zahl, 2,5, eine Dezimalzahl, 2 Drittel, eine Bruchzahl oder minus 3, eine negative Zahl sein. Die Grundmenge kürzt man ab mit g. Um eine sinnvolle Lösung zu erhalten und um den mathematischen Sätzen und Rechenregeln gerecht zu werden, braucht es manchmal eine Definitionsmenge. Die Definitionsmenge sind die Zahlen, die du nach mathematischen Gesetzen verwenden darfst. Die kürzen wir mit d ab. Zurück zu unserem Beispiel. Unsere Grundmenge sind die positiven rationalen Zahlen. Mathematisch schreibt man g ist gleich q plus. Wir wollen jetzt aber nur die natürlichen Zahlen verwenden. Darum ist unsere Definitionsmenge d ist gleich n. Damit weißt du, dass du jetzt nur die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter verwendest und keine Dezimal- oder Bruchzahlen. Wenn wir eine Gleichung oder Ungleichung gelöst haben, dann kommen wir zu einer Lösung und die Lösung gibst du in der Lösungsmenge an. Die Lösungsmenge gibt an, welche Zahlen aus der Definitionsmenge gewählt werden können, damit in der Ungleichung eine wahre Aussage entsteht. Die Lösungsmenge kürzen wir mit L ab. Betrachten wir wieder die Ungleichung von vorhin. Welche Zahlen aus der Definitionsmenge erfüllen aber unsere Ungleichung? Also wann ist es eine wahre Aussage? Richtig, bei 0, 1, 2 entsteht eine wahre Aussage. Bei 3 kleiner 3 entsteht eine falsche Aussage. Somit ist unsere Lösungsmenge beschränkt. Wir müssen die Lösungsmenge wieder mathematisch korrekt anschreiben. Und das erfolgt folgendermaßen. L ist gleich, geschwungene Klammer auf, x kleiner 3, für die gilt x Element aus den natürlichen Zahlen, geschwungene Klammer zu. Hier eine kleine Anmerkung. Der senkrechte Strich ist eine mathematische Abkürzung und steht für die mathematische Phrase, für die gilt. Das blaue Zeichen ist ebenfalls eine Abkürzung und steht in der Mathematik für ist Element von. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Lösungsmenge ist Teil von der Definitionsmenge und diese ist wiederum Teil der Grundmenge. Ich hoffe, ich konnte dir den Unterschied einer Grund-, Definitions- und Lösungsmenge erklären. Jetzt bist du bereit für das krönende Abschlussvideo. Ich hoffe, wir sehen uns gleich im Mastery. Bis bald!